Selim Begovic, da war schon alles hier beim SSV Jahn. Spieler, Jugendtrainer, Assistenzcoach unter Bayer Lorza. Und auch als Chefcoach macht er sich prima. Standardstärke Jahn bekannt und da greift sie wieder. Wieder ein Treffer nach ruhendem Ball. Das sechste Tor nach einer Ecke für den SSV Jahn. Pavlenka geschlagen durch die beste Standardmannschaft der zweiten Liga. Treffer aus der Innenverteidigung heraus. Steve Breitkreuz, der Torschütze. Ja, und der hochgelobte Ömer Toprak, der geht gar nicht rein ins Kopfballduell. Und Selim Begovic. Duksch. Mit Füllkrog, Schmid. Agu. Und 1:1. Leonardo Bittencourt. Da ist sie, die anspruchsvolle Werder-Antwort. Kombinationsfußball setzt sich durch. Agu und Leo Bittencourt, das kann er. Ein feiner Fußballer, ein Techniker mit Mut zum Abschluss. Leonardo Bittencourt, Saisontreffer Nummer 2. Standards sind vorhersehbar, jetzt haben sie mal den zweiten Ball. Agu. Ja, Alarmmacher, wieder liefert er für Bittencourt und Friedel. 2:1 Werder. Wieder kam die Initialzündung im Team von Ole Werner von der rechten Seite von Felix Agu. Zweiter Saisontreffer Friedel. Hier hat eigentlich drei Gegenspieler. Setzt sich mit Tempo durch. Zielspieler Bittencourt. Ja, es geht doch mit dem zweiten Ball. Friedel erbt den nach der Bittencourt-Aktion von Guevara. Handlungsschnell aus der Drehung Bittencourt. Und dann das Abschlussverhalten Marco Friedel. Ja, man kann die Dinge auch mal erzwingen. Fußballerische Lösung, ja, aber die braucht immer Nachdruck. Ole Werner, Panzer-Symbol dazu. Werder kontert. Duksch, macht er das Ding klar. So ist es. Das Traum-Sturmduo des SV Werder hat zugeschlagen. Vorlage Füllkrug, Abschluss Duksch. Die Torzwillinge in Grün-Weiß. Klar, Regensburg geht all in von der Bank mit den Einwechslungen. Nochmal zwei Stürmer gekommen, da ist die Restverteidigung nicht so ausgeprägt. Vier Regensburger gegen das Top-Duo, aber keiner bei Duksch, zack, gelupft. Da hat er die Routine, da hat er die Ruhe am Ball. Füllkrug sieht den Torzwilling und gefühlvoll entsteht es. Saisontor Nummer 7 für Marvin Duksch. Ach, da sind sie auf den Spuren der großen Werder Sturmduos. Völler oder Reinders, Riedle und Neubart, Klose und Ailt sich zusammen, was gut passen könnte. Ole Werner und Werder Bremen. Aber nochmal die Chance zum Anschluss, da ist er. Jetzt kriegen wir nochmal Spannung, Sabret Singh, 2:3. Noch 3 Minuten. Ja. Möglicherweise haben wir zu früh grün-weiße Girlanden geflochten. Zumindest die Spannung kehrt zurück durch Saisontor Nummer 5 von Sabret Singh. Und Schlussphasenoffensive, das können die Regensburger, denen ist alles zuzutrauen. Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.